Während sich manche Menschen von einer Beziehung in die nächste stürzen, bleiben andere nach einer Trennung, trotz intensiver Suche, jahrelang allein. Beides ist nicht unbedingt gesund und in beiden Fällen spielen meist unbewusste Seeleninhalte und Affinitäten eine Rolle. Affinität ist so etwas wie der innere Bezug zu einem bestimmten Thema. Die Welt ist groß und in jedem Augenblick gibt es alles Mögliche in ihr zu entdecken. Du kannst jedoch niemals all diese Dinge und Möglichkeiten auf einmal betrachten. Das würde dich gnadenlos überfordern. Daher suchst du dir, meist unbewusst, Dinge, Ereignisse oder Menschen aus, zu denen du, ebenfalls meist unbewusst, eine Affinität, eine innere Beziehung oder Entsprechung hast. Es gibt ein schönes Sprichwort. Wenn ein Dieb zwischen Hunderten von Heiligen steht, sieht er doch nur ihre Taschen. Was siehst du, wenn du durch die Straßen gehst, wenn du den Fernseher anmachst oder wenn du ein Seminar besuchst? Das, was du zuerst siehst, ist das, was dich am meisten anzieht. Und das, was dich anzieht, ziehst auch du an. Dein jetziger Ist-Zustand, dein Leben, so wie es sich gerade in diesem Moment zeigt, ist damit ebenfalls ein Spiegelbild deiner Innenwelt. Wie innen, so außen. Das ist Affinität. Alles, was du siehst, ist damit ein sichtbar gewordenes Gleichnis deiner Innenwelt. Ändert sich deine Innenwelt, ändert sich auch die Art und Frequenz deiner Schwingungsenergie und damit letztendlich dein ganzes Leben. Doch woran liegt es dann, dass dir trotz des intensiven Wunsches nach einem neuen Partner bisher dennoch nicht die passende Person über den Weg gelaufen ist? Solange dein bewusster Wunsch nicht mit deinen unbewussten Seeleninhalten übereinstimmt, besteht eine Diskrepanz zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das Bewusstsein eines Menschen stellt jedoch bekanntlich nur die wahrnehmbare Spitze eines unter Wasser verborgenen Eisbergs dar. Das Unterbewusstsein ist um ein Vielfaches größer und potenter als das, was wir bewusst denken und uns wünschen. In einer solchen Situation wird sich daher stets das Unterbewusstsein mit seinen darin enthaltenen Denk- und Glaubensmustern durchsetzen. Vor allem dann, wenn du dich noch immer in den alten Schwingungsmustern und Feldern einer längst aufgelösten Partnerschaft befindest. Dein ehemaliger Partner bzw. deine ehemalige Partnerin ist vielleicht schon lange nicht mehr da, aber euer gemeinsam aufgebautes Schwingungsfeld kann immer noch vorhanden sein und eine neue Partnerschaft verhindern. Ob gemeinsam ausgesuchte Möbel, der Freundeskreis oder die Wohnung selbst, aus welcher der Partner womöglich schon vor Jahren ausgezogen ist. Unbewusst setzt dies all Erinnerungen frei und auf einer subtilen Ebene wird das alte Schwingungsfeld aufrechterhalten, in welchem kein Platz für einen neuen Partner oder neue Erfahrungen ist. Natürlich ist es nicht ratsam, Erinnerungen zu verdrängen, denn auch die vergangene Partnerschaft ist Teil deines Lebens und damit ein Teil von dir. Sie sollte also einen Platz in deinem Leben haben, jedoch in der Vergangenheit, die eine andere Zeitqualität besaß als die heutige Zeit. Manchmal kann es schon helfen, wenn du dir eine neue Frisur zulegst, die besser zu deinem jetzigen Lebensgefühl passt. Vielleicht ist es auch an der Zeit, die Wohnung zu renovieren und womöglich die Möbel einmal umzustellen, oder gar neue zu kaufen. Zwar ist das Äußere der Spiegel deiner Innenwelt, doch mit einer veränderten äußeren Symbolik kannst du deiner Seele auch ein Zeichen geben. Es ist eine neue Zeit angebrochen, eine Zeit für neue Erfahrungen. In der Kabbala heißt es, wenn du deinen Namen änderst, änderst du dein Schicksal. Wenn du deinen Namen auch nicht ändern kannst, so gibt es doch mit Sicherheit etliche andere Dinge, bei denen eine Änderung möglich ist.
Mit all diesen Änderungen im Außen beeinflusst du nicht nur das dich umgebende Schwingungsfeld, sondern auch deine eigene Stimmung, deine Gefühle, die wiederum Auslöser für neue Schwingungen und damit ein verändertes Schwingungsfeld sind. Es geht darum, dich auf ein anderes Leben einzustellen, ähnlich wie wenn du einen neuen Sender im Radio suchst. In dem Moment, wo dein bewusster Wunsch auf die innere Bereitschaft für einen neuen Partner trifft, greift das Gesetz der Anziehung und du musst dann nicht länger suchen. Denn das, was du suchst, sucht auch dich. Lass dich stattdessen also einfach finden, wenn du dafür bereit bist. Und wenn du einen weiteren Schritt auf dem Weg der Bewusstwerdung und Ganzwerdung machen möchtest, besuche mich gerne auf meinen Retreats. Alle Infos findest du auf chakratunes.com. Für heute Nacht empfehle ich dir die Einschlafmeditation zur Manifestation deines Seelenpartners. Den Link findest du hier unten in der Beschreibung. Lieben Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis morgen.